Ich studiere im sechsten Semester und habe mich für die Studienrichtung Mechatroniksysteme entschieden, weil man da die Möglichkeit hat, Regelkreise zu entwerfen, die verschiedene Automatisierungsaufgaben gebraucht werden. Die Elektrotechnik, ich hatte es schon erwähnt, durchdringt unser ganzes Leben. Viele Geräte basieren von der Technologie her auf Elektrotechnik. Aber natürlich ist es so, dass starke Spannungen, starke Ströme eine gewisse Gefährlichkeit darstellen. Sie werden deshalb von uns ferngehalten. Man möchte auch bei Kommunikationsgeräten schöne Nutzerschnittstellen haben, damit man es halt einfach in der Benutzung hat. Man tritt also kaum noch in Kontakt mit der Elektrotechnik selbst. Das ist ein Phänomen. Die Elektrotechnik ist da, sie ist überall, aber man kann sie nicht riechen, man kann sie nicht schmecken. Sie durchdringt uns nur. Das ist so ähnlich wie mit der Schwerkraft, mit der Gravitation. Ja, sie ist überall. Man merkt es, wenn man mal einen Bleistift fallen lässt oder im schlimmsten Fall das Handy. Aber sie ist eben nicht unmittelbar wahrnehmbar. Ich denke, an zwei Stellen greift die Elektrotechnik in diese modernen Entwicklungen ein. Da geht es zum einen um eine moderne Energieversorgung. Wir wollen weg von der fossilen Energie, eine ganz zentrale Zukunftsfrage, die mit dem Klimawandel zusammengeht. Dafür brauchen wir halt auch neue Technologien der Energieverteilung, der Energieerzeugung. Da kommt die Elektrotechnik ins Spiel. Im Verkehrssektor wird sicherlich ein großer Wandel passieren und der ist, das hat jetzt sicherlich jeder wahrgenommen, stark in Richtung elektrische Antriebe, elektrische Systeme, einfach weil der Wirkungsgrad der Antriebssysteme viel größer ist. Zum anderen sehen wir aber auch, dass wenn wir Energie effizienter einsetzen wollen, ja, wir müssen ja den primären Energiebedarf senken, dass man dann viel genauer regeln, steuern muss, dass also die Energieverschwendung runtergefahren wird. Und das geht halt nur mit intelligenter Elektronik, mit intelligenten Sensoren von der Landwirtschaft bis in der Industrie hinein. Ja, müssen also ganz neue Geräte entwickelt werden, die eben weniger Energie verbrauchen. Man sollte Elektrotechnik an der HTW Dresden studieren, weil man die Möglichkeit hat, an verschiedenen Projekten teilzunehmen. In meinem Fall war das so, dass ich die Möglichkeit hatte, an einem Arduino-Projekt zu arbeiten und habe ein selbstfahrendes Auto entworfen. Um gut durch das Studium zu kommen, muss man nicht unbedingt ein Mathe-Nerd sein. Es reicht einfach, wenn man immer zu den Übungen erscheint, fleißig ist und dann schafft man das Studium auch gut.